Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück, juhu, beim halben Leben bei Half-Life 2. Alter, ich muss mich erstmal wieder voll an die Steuerung gewöhnen. Das war letztes Mal ja etwas, naja, wie soll ich sagen, können wir das nehmen? Ja, das können wir nehmen. So. Dann sollen die das mal anzeigen. Das war ja letztes Mal etwas gewöhnungsbedürftig. So. Die haben wir platt gemacht. Hier, Achtung, hier müssen wir aufpassen, dass der heiße Dampf uns nicht trifft. Hier haben wir noch Munition aufgenommen. Sehr schön. So. Vorsicht, der heiße Dampf darf uns nicht erwischen. Wir haben beim letzten Mal etwas gewöhnungsbedürftig mit der Steuerung. Jetzt habe ich mich ein bisschen angepasst hier. Nun gucken wir, was da hinten auf uns lauert. Da müssen wir wohl das dann nehmen. Und wir sind jetzt, wie gesagt, zurück bei Half-Life. Da habe ich doch noch was gesehen. Ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Aha, der hat es wohl nicht geschafft. Aber von dem müssen wir aufpassen. So, Errungenschaft freigestanden, geschafft. Da unten hat es wieder gestanden. Sehr schön, da konnten wir also noch was entdecken. Bin ich immer sehr froh um so kleine Geheimnisse. So, hier wird es ja mal ein bisschen leiser. Kann ich mal die Stimme ein bisschen anpassen. Taschenlampe war F. Und da müssen wir sehr wahrscheinlich tauchen. Komm, hinab ins kühle Nass. Da geht es auch schon wieder nach oben. Bevor wir das machen, gucke ich natürlich noch, was auf der anderen Seite ist. Gar nichts. Da ist nur ein Tunnel. Aha. Sehr schön. Hier kommen wir hoch. So, und guck mal, wer da oben steht. Vorsicht, in Sicherheit bringen. So, da oben habe ich auch jemand gesehen. Da ist jetzt wieder die Musik. Die ist wieder super spannend. So, hier ist keiner. Okay, Vorsicht, Vorsicht. Wir laden mal nach. Keiner da. Okay. Da sind doch ein bisschen die Typen. So, einen haben wir schon. Den anderen haben wir auch. Und den da holen wir uns auch noch. Wir laden nach. Das ist gut. Also, ich habe das ja schon letzte Mal in der letzten Aufnahme erklärt. Da geht's rein, da geht's weiter. Komm, gucken wir erstmal da. Da ist nichts. Dass ich finde, die Munition nehmen wir gerne mit, auch wenn wir die nicht so gut gebrauchen können, dass ich finde, dass man mit der Pistole viel besser schießen kann, viel zielgenauer vor allen Dingen. Okay, da kriegen wir auch noch Munition und ein bisschen Hels. Oh. Alter. So ein. Wie heißen die nochmal? Also ja, man kann viel besser zielen, viel punktgenauer treffen als mit der Maschinenpistole. Das hat sich doch noch gezeigt. So. Ich finde, das ist nicht zu verachten. Ach, da unten war man schon. Sehr gut. Deswegen, ich arbeite mich lieber mit der Pistole etwas vor. Steht da so ein Manslider oder wie die heißt? Slicer? Keine Ahnung. Jedenfalls ziehen sie eine Menge Energie ab. Das steht schon mal fest. So, die Musik verheißt nichts Gutes. Da können wir auch noch lang. Wir müssen aufpassen. Ich habe so das Gefühl, dass dann noch welche kommen von diesen kleinen, süßen Roboters. So, Taschenlampe. Aha, aha, aha. Was ist das? Ah, ein bisschen Schutz für den Anzug und immer die Kisten zerstören. Die haben es nicht anders verdient. So, da ist nix. Deswegen können wir aber da rein. Alter, das macht voll der Lärm. Und... Oh. Oh oh. Sind wir hier alleine? Guck mal, ein Raum voller Kisten, die nur darauf warten zu explodieren. So, die holen wir uns so. Mal das genau timed, ne? Dann treffen die einen gar nicht. Das ist sehr cool. So, komm. Da unten ist noch einer. Kommt der zu uns? Kommen die zu uns? Ah, da liegt was davor. Sehr gut. Da können wir das ausnutzen. So, hier sind eine Menge Kisten, die, wie gesagt, explodieren können. Das möchte ich natürlich nicht ausprobieren. Komm, wir lösen die beiden mal. Das ist eigentlich cool. Komm, wir lassen die da mal drin. Und passen auf mit den Kisten. Ich habe so das Gefühl, die können wir noch zu irgendwas gebrauchen. So, wir können jetzt nach oben oder nach unten. Wahrscheinlich können wir doch nur nach unten. Und wir müssen diese zwei Kisten da... Fässer sind es, das sind ja keine Kisten, aus dem Weg räumen. So. Kommt schon.
So, ist jetzt mal Ruhe hier. So. Man kann sich ja gar nicht konzentrieren, man kann gar nicht kommentieren hier, so laut ist es die ganze Zeit. So, komm. Geh nach unten. Ich tauche mal kurz den Boden ab. Hier ist aber Gott sei Dank nichts. Was ist das denn? Nix, nur etwas zum kaputt machen. Müssen wir hier vielleicht Fässer hinab? Was ist ganz oben? Auch nix. Oh, da können wir aufs Rohr drauf. Hep. Nein. Doch. Oh, das ist natürlich eine gefährliche Sache hier mit den... Na, lass mich vorbei. Achso. Im Crouch-Modus können wir hier vorbei. Das da räume ich mal vorsichtshalber aus dem Weg. Genauso wie das. So. Das kann uns nichts mehr anhaben. Hier können wir auch leider nicht öffnen. Guck mal die Tür. Voll die dünnen Stäbe. Metallstäbe ist einfach nur ein JPEG. Eingefügt hier in dieses Level-Design. Ist cool gemacht, aber uns fällt sowas natürlich auf. Wir sind Detektiv Watson. Uns geht nichts. So, hier haben wir Leiter. Da können wir runter. Wir könnten aber auch händisch runtersteigen. Was sollen wir tun? Komm, wir probieren mal so. Das hat ein bisschen... Scheiße, ich habe an der falschen Stelle gespeichert. So, ich speichere hier ab. Das geht noch. So, kommen wir auf beiden Wegen hinab. Können wir hier vielleicht... Ah, guck mal. Ha, das hätten wir übersehen, wenn wir mit dem... Wenn wir über die Leiter gestiegen wären. So, 100% Energie haben wir voll. Oh, das geht bis nach ganz nach oben. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Aber wir können jetzt erstmal runtertauchen. Wie gut, dass der Gordon auch so ein guter Taucher ist. Also, das ist ja... So, natürlich nur die Frage, wie kommen wir hier auf eine andere Seite? Da können wir nicht durch. Nö, da sind wir zu fett dafür. So, ich muss doch irgendwie über die Tauchstation gehen. Nö, das ist zu dick. Das Eisen ist viel zu fett. Da passen wir niemals durch. So, was haben wir hier? Nix. Hä? Oh, das war knapp. Wir müssen erst die Hilfsenergie mal ein bisschen wieder aufladen lassen. Aber wie kommen wir da dran vorbei? Hm. Ich gehe mal kurz wieder hier hoch. Gut, die Taschenlampe war sowieso aus. Ich dachte mir vielleicht, sie wäre an. Nicht über diesen Raum, sondern über den da. Ja gut, das kam unerwartet. Okay, hätte ich sollen schnell flüchten? Ich weiß es nicht, aber wir wissen auf jeden Fall, was wir zu tun haben. Eieieiei, scheiße. Schnell, schnell, schnell. So. Wo kommen diese Scheißdinger her? Von da oben. Ah, okay. Wir holen uns die mal erst hier. Alter, ich treffe die gar nicht. Schnell gespeichert. Dann, jetzt ist wieder Ruhe. Sehr gut, jetzt können wir nach unten tauchen. So, hier dran vorbei. Schnell, schnell, schnell. Ist die, was mich auch immer frage, ist diese Hilfsenergie, ist die im Anzug eingebaut, dass wir tauchen können? Nee, kann ja eigentlich nicht sein. Obwohl, dann könnten wir wohl länger tauchen, wenn da so Energie, also so Sauerstoffblät. Ach nee, wie kommen wir jetzt auf eine andere Seite? So Sauerstoffvorräte eingebaut. Ah, guck mal, Kisten. Ah, clever. Wir hauen da mal alles frei. Oh, ich muss nach oben. Sonst saufen wir ab. Oh. Kurz aufladen und über die Kisten können wir sehr wahrscheinlich drüber springen. Ich warte kurz, bis die Hilfsenergie bzw. der Sauerstoff sich aufgeladen hat und dann geht's weiter. Hier die mit den dunklen Texturen, von denen gehe ich einfach davon aus, dass sie nicht kaputt... Nicht kaputt gehen. So, und jetzt kann alles nach oben gehen, inklusive uns, denn wir sonst saufen wir wieder, müssen wir aufpassen. So,
Und jetzt können wir einfach ganz ungeniert. Huch, na da. Also wie gesagt, mit den Leitern komme ich noch nicht so klar. Können wir einfach ganz ungeniert hier rüber hupsen. Irgendwie. Ja. Können wir auch eigentlich hier so drauf? Ja, irgendwie geht das schon. Hilfe! Nö. Okay. Hä? Können wir... Hm. Hä, wie geht das? Ich dachte einfach so und dann... Nö. Aber eigentlich sind wir ja viel zu klein. Dann muss ich mir die vielleicht so hinschieben irgendwie. Hä? Oh. Okay, das war keine gute Idee. Aber was ist? Oh, Manno. Ich stelle mich aber manchmal so dämlich an. Der flutscht immer so richtig drüber über diese, was ist denn das überhaupt? Das ist, glaube ich, so ein Stück Holz, wo man Kabel dran aufrollt, oder? Kann das sein? Komm, ihr wisst das besser. Jetzt. Sag mal. Jetzt hängt mich da dran fest. Oh, stelle ich mich nur gerade saublöd an oder ist es wirklich nicht so einfach? Muss doch irgendwie gehen. Hör mal. Ah, Double Jump also. So. Hier, alles kaputt. Wir lassen nichts übrig, den Combines. Wenn die schon hierher kommen und unsere Lebensraum zerstören, dann wollen wir das auch den zurückzahlen. So, ich habe was gehört. Da läuft jemand. Oh, da läuft gar keiner, denn da läuft nur der Bildschirm. Lade Daten. Hallo. Mein Name ist Gordon. Ich führe nur Gutes im Schilde. Na, also das mit den Leitern. Guten Tag. So, Ende. Das sieht nicht so gesund aus. Aber ich glaube, wir müssen da runter. Jo, was ist das? Oh, Energie für unseren Anzug. Hab ich dich doch gehört. Und da hinten werden wir auch noch attackiert von beiden Seiten. Hinterlistige Drecksäcke. So, haben wir hier wenigstens was. Was ist das denn? Hilfe! Ne. Das ist einfach gar nichts. Sehr schön. Warum sind wir jetzt überhaupt hier hingelaufen? Okay. Der Gordon, der fliegt richtig. Liegt das auf? Also schon 1,99. Oh, war das gerade ein Doppelshot? Alter. Wie cool, dass wir immer dann noch den Funk hören von der Zentrale. Und das Krasse ist ja, dass... Oh, ich dachte, das wäre gerade... Alter. Ich dachte, das wäre gerade eine Granate gewesen, die da geflogen kam. Aber es war wohl... Es war wohl, dass wir die... Als wir die man kann hier nicht zu Ende reden. Es war wohl nur die Munition, die wir aufgesammelt hatten. So. Weg mit dir. Was ist hier drin? Etwas Energie. Ich möchte aber noch wissen, was da hinten ist. Nix. Aber wie gesagt, der Gordon, guck mal, wie der fliegt einfach da drüber. Der hat bestimmt so Elfenfüße hat der. Und da kommt der ganz locker immer rundherum. Übers Wasser kann der schweben. Das sind alles seine Elfenfüße. So, hier weg mit dir. Kaputt. Alter. Komm. Diese komischen Dinger. Wo sind wir denn hier, verdammt? Wir müssen eigentlich...
Ich habe dich gesehen. Wir müssten, die lassen wir mal in Ruhe. Wir müssten eigentlich immer noch unter der Stadt sein. Das könnte die Kanalisation sein der Stadt. So, was haben wir hier? Oh, das Half-Life-Symbol. Da sind wir bestimmt richtig. So, hier ist einfach gar nichts. Okay, dann müssen wir hier die... Was war das? Müssen wir hier die Leiter hoch? Kommt hier noch ein bisschen was für den Anzug. Etwas Energie. Nein! Och. So, wir speichern mal ab. F5. Ich habe die Tastatur ein bisschen umgelegt. Die Tasten. Alter, das ist eine wackelige Angelegenheit hier. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur nach unten. Genau, denn wir haben gerade hier diese Mauer überwunden. Die Musik ist übrigens sehr schön. Hallo. Hier ist gar nichts. Das sieht mir aus wie eine Wand, wo es auch noch sich öffnen lässt. Aber nein, das ist nicht der Fall. Hier, Wassereimer. Kriegt der Nächste von mir einen Kopf geworfen. Was ist das denn? Ist das verätzter Boden? Ja. Achtung, gefährliche Strahlungswerte. Strahlung auch noch, Alter. Verstrahltes Gebiet, wie krass ist das denn? So, der Typ hat es auch nicht überlebt. Errungenschaft, Lambda-Detektiv. So, hier. Du hast Kopfweh, ich sehe das. Jetzt geht es ja wieder besser. Verseuchter Boden haben wir also und wir müssen da auf jeden Fall lang. Das heißt, wir lernen jetzt hier in diesem Abschnitt, dass wir uns nicht zu lange auf verseuchtem Boden aufhalten dürfen. Ich gehe mal kurz hier runter gucken. Da hinten steht jemand. Oh, der sieht nach Freund aus. Dann eilen wir ihn schnell hin. Alter. Kopfkrabben! Ha, Treffer! Kopfkrabben? Hey, du bist Freeman, Kumpel, oder? Na klar, Mann. Wir hörten, dass du kommst. Das passt jetzt gerade sehr schlecht. Bleib Mesa Eastern, Station 6. Kommen. Ja, ja. Dr. Freeman kommt jetzt den Flucht hinunter. Gib ihm das Luftboot und hält ihn auch sonst auf. Luftboot! Gordon Freeman ist zurück. Er muss unbedingt weiter nach Black Mesa East. Okay. Ja, warte, ich mache noch hier alles kaputt, dann gehe ich. Los! Ja, doch! Lass mich mal in Frieden hier. So. Kopfkrabben. Ich nenne die jetzt einfach Krabbi. Krabbi, Krabbi. Ne, Krabbi ist besser. Gesellschaft! Werden beschossen! Oh! Das sind sie auch schon jetzt. Ne, komm, die holen wir uns auch mit der Brechstange. Mein liebstes Werkzeug. Hä, wo sind sie hin? Oh. Dumme Frage. Aber Grabbi, du musst doch nicht böse sein. Oh, da brauchen wir gar keine Munition dafür. Die kommen also von den Combines, werden die geschickt. Also von Außerirdischen. Gut zu sehen, auch keine heimischen Tiere aus. Vielleicht nicht heute, aber irgendwann mal. So, ich habe so das Gefühl, da kommen noch ein paar Grabbies. Krabbis, so. Jo. Komm, wie die rumfliegen. Ekelhaft, geh weg. Oh, oh. Alter. Deswegen heißen die Kopfkrabben, die fressen das Gehirn. Wie ekelhaft. Und ich sagte noch so, voll süß. Ganz am Anfang, als wir bei dem Doktor, Professor, wie auch immer waren, keine Ahnung. So, da hinten habe ich schon nicht geguckt. Ist da noch irgendwas? Ja, das sieht mir auch verdächtig aus. Dann beschießen sie also die Stadt mit Bomben, wo diese kleinen Grabbenköpfe rauskommen. So. Auf Wiedersehen. Das nehmen wir auch noch mit. Der sind wir ja elegant entwichen. Komm. Müssen nur einmal draufhauen und schon sind sie tot. Dafür, was ist das? Wo geht denn? Wo ging? Oh, guck mal, Briefmarken. Liebe Kinder. Ja, im Zeit des heute, in dem Zeitalter der Digitalisierung, so.
Das sind Briefmarken, liebe Kinder. Es gibt nicht nur noch E-Mail und WhatsApp. So hat man früher Nachrichten verschickt mit Briefmarken als Währung. Kann ich leider nicht mitnehmen, schade. Das hätte ich mir gerne zu Hause aufgehangen.